Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute mal über ein anderes Thema außer Filme. Gibt's denn sowas? Heute geht es um Videospiele. Und ich wollte ein Video machen, um zu zeigen, dass ich meine Filme jetzt nach Farbe sortiert habe. The colors, Duke, the colors. Das war überhaupt keine Arbeit. Doch. Ja, von Zeit zu Zeit spiele ich auch mal ganz gerne Videospiele. Das waren lange Zeit so Spiele wie Call of Duty oder Halo oder Grand Theft Auto, was so viel heißt wie Autodiebstahl. So. Das hat sich jetzt allerdings in den letzten Tagen oder letzten Wochen etwas gewandelt. Eigentlich schon ein bisschen länger. Denn ich habe mich satt gesehen an diesem ganzen Korridor entlang latschen und einfach irgendwas totballern. Weil im Endeffekt sind Call of Duty und Halo im Endeffekt nur Hochglanz Moorhuhn-Spiele. Vor allen Dingen Call of Duty, da gibt es ja bis heute keine echte KI und das ist im Endeffekt nur eine riesige Schießbude. Und ich habe auch keine Lust mehr auf braune Leute zu schießen, die Allahu Akbar rufen. Und ich meine, das hat sich einfach irgendwo jetzt langsam mal tot gespielt, diese ganze Krieg im Nahen Osten Scheiße da. Ich meine, es ist traurig genug, dass es alles irgendwo auf wahren Begebenheiten beruht, denn vor allen Dingen Battlefield 3 hat sich ja da schon etwas bedient an der derzeitig prekären Situation in diesem Gebiet. Und ich weiß nicht, Battlefield 3 war für mich schon so auf dem Sprung hin, dass es kein Spiel mehr ist für mich. Also das ist dann schon ein bisschen, es war schon verdammt realistisch und einer meiner besten Freunde ist beim Bund und der hat gemeint, ja, das ist schon nicht so Spiel. Also habe ich ein bisschen umgesiedelt. Hier oben zu sehen Hobbit, Indiana Jones und der Herr der Ringe, Lego Videospiele. Das sind meines Erachtens die cleversten Videospiele, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sie haben eine immersive Story, weil natürlich die Vorlage da ist. Sie haben ein interessantes Gameplay, es ist unfassbar motivierend. Die Spiele sind komplex, sie sind verspielt, sie sind ausgefeilt und man hat immer wieder diesen Humor, der mitschwingt. Vor allen Dingen das Lego Herr der Ringe hat mir extrem viel Spaß gemacht, so als Filmemann und so weiter. Das ist meines Erachtens eine der besten Spieleadaptionen von Peter Jacksons Herr der Ringe Filmen. Okay, ich fand den Hobbit, den fand ich etwas zu komplex für USK 6, aber vielleicht ist die Smartphone-Kinder-Generation, weil die jetzt ja alle auch schon Smartphones haben, wenn sie irgendwie 4 sind, bekommen sie ein Smartphone und die können sich da vielleicht ein bisschen besser multitasking. Aber ich hatte ein bisschen Probleme, als ich es gespielt habe. Ich habe mir gesagt, oh, too much is happening. Human. Jetzt habe ich mir allerdings vor kurzem etwas gekauft und darum soll es jetzt gehen. Seht ihr? Das seid ihr. Digitale Menschen. Und zwar ja, ich habe mir tatsächlich eine Wii U gekauft. Da hinten steht sie und das ist ja der Controller. Was ist das Tolle an der Wii U? Ach, ich weiß es nicht. Also ich stand halt ungefähr 45 Minuten im Elektrofachgeschäft meiner Wahl. Das ist so ein Planet. Und dann habe ich mir halt gedacht, was kaufst du? Kaufst du dir eine Xbox One, kaufst du dir eine PS4 oder kaufst du dir die Wii U? Es ist dann die Wii U geworden, ganz einfach, weil mir da die Spiele am meisten zugesagt haben. Eines sei gesagt, ich finde Nintendo sind die letzten noch da draußen, die so wirklich großartige Spiele machen, also wo man echt viel spielt. Alle anderen machen irgendwie sowas wie spielbare Filme. Ein großes Beispiel jetzt aus der kürzlichsten Zeit war The Order 1886, wo du im Endeffekt 5 Stunden Gameplay hast und davon sind 2 Stunden Cutscenes, also Videosequenzen. Also man hätte da schon ein bisschen mehr Spiel in den Film packen können. Soll anscheinend super aussehen. Also ich meine, ich habe auch schon was gesehen, sieht super aus. Aber ein Kaufgrund für die PS4 wäre das auf jeden Fall nicht. Das war Kaufgrund. Da gibt es eine Story. Ein alter Freund, der hatte das früher auf dem Gamecube und ich habe es dann immer gerne bei ihm gespielt, wenn ich da war. Meine beste Freundin hat das auch noch, auch auf dem Gamecube. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass hier die HD Edition auf den Markt gekommen ist von Zelda The Wind Waker. Und dann habe ich mir gedacht, Gottverdammt, jetzt habe ich endlich mal die Chance, dieses Spiel wirklich alleine zu spielen und nicht immer nur auf das Ausleihen bzw. beim Freund spielen. Jetzt habe ich das Ding selber. Und dann habe ich es gespielt und es ist einfach wunderbar. Wieso? Das Spiel ist, das mutet an, dass es Open World ist, ist es aber natürlich nicht. Man hat ja diese einzelnen Inselchen und fährt dann mit seinem Schiffchen rum und macht dann die einzelnen Quests auf den Inseln.
Es ist klassische Zelda-Struktur. Du hast Tempel, die musst du lösen. Da sind so Puzzles drin, Rätsel. Am Ende gibt es einen Endboss und dann bekommst du. Du bist ein Stückchen weiter, um den Hauptendboss platt zu machen. Das Spiel hat einen unfassbaren Charme. Es ist in der Cell-Shading-Optik. Das ist, wenn es so Cartoon anmutet. Also, das ist so ein stylistisches Mittel. Andere Beispiele wären zum Beispiel 13 oder Borderlands. Obwohl es eigentlich für 13 meines Wissens auch irgendwie eingeführt hat. Mal abgesehen jetzt von dieser Perle. Gut, man spielt natürlich als Link, ist ja klar. Und man muss seine Schwester retten und den bösen Ganondorf besiegen. Das ist immer so die Hauptstruktur. Das ist wie bei Mario. Peach ist in einem anderen Schloss und jetzt musst du weiter, du fetter Klempner. Und da beim Spielen ist mir was aufgefallen. Denn es gibt sowas, das gibt es bei diesen anderen Spielen wie Corridor of Duty und sowas. Das gibt es da nicht. Du wirst halt da nicht an der Hand genommen und durch das Spiel gebracht. Das Spiel erklärt dir nahezu nichts. Die Rätsel sind teilweise kniffelig, also USK 6, weiß nicht. Aber durch Zelda, da werden wieder die kognitiven Fähigkeiten auf jeden Fall hervorragend gefördert. Und man fühlt sich dann auch wirklich gut, wenn man dann so ein Rätsel gelöst hat und man ist komplett selbst drauf gekommen. Und dann fallen dann schon die ein oder anderen obszönen Worte. Verficktes Scheißspiel, ja mein Gott! Ja, jede Menge Emotionen stecken beim Zelda-Spielen. Es gibt natürlich auch immer so Frustparts, so Hungerstrecken. Aber das Spiel weiß es halt mit seinem Look auszumerzen und das ist wunderschön. Dieses an der Hand nehmen, das geht auch noch etwas weiter. Das ist mir aufgefallen in aktuellen Spielen. Und zwar sogenannte Button Prompts. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist, wenn du dann spielst und dann steht deine Spielfigur vor so einem Abgrund, dann stehst du davor und dann taucht unten so ein kleines X auf und dann weißt du, ah, du musst jetzt X drücken. Das Paradebeispiel für Button Prompts, also sofortiges Betätigen der Taste, das sind QTEs, also Quick Time Events. Das ist, wenn du halt eine Filmszene hast quasi und durch das Drücken eines einzigen Knopfes kannst du das Spielgeschehen verändern, und zwar signifikant. Das sind halt quasi so Filmsequenzen, die interaktiv sind. Und das ist sozusagen der neue Trend, Quicktime-Events. Hey, wir hatten so Spiele wie Heavy Rain, die haben das komplett darauf aufgebaut. Und da finde ich es dann ehrlich gesagt nicht schlimm, weil die waren da auch so inventiv mit ihrem Shit. Aber ansonsten ist das eigentlich immer nur etwas nervig. Und diese schiere Freiheit, die ich habe beim Zelda-Spielen, weil du einfach nur den Auftrag bekommst, ja, geh da hin, du findest John, ne? Das finde ich super. Und es gibt, glaube ich, nur ein einziges Button-Prompt in The Legend of Zelda The Wind Waker. Und zwar, da kannst du ab und zu mal A drücken und dann wird dir irgendwas erklärt. So von wegen so, das ist so wie die Fee in den alten Teilen, so, hey, listen, hey! Und dann erklären sie dir halt so irgendwas. Aber es wird nicht signifikant weitergegeben, was du jetzt tun musst. Und das finde ich auch richtig gut. Denn ich weiß nicht, wenn du einfach nur einen Knopf drückst und dann schwingt sich Kratos bei God of War dann herum und dann drückst du nochmal Dreieck und dann hackt er irgendwie einen Arm ab. Schon, das machst du aber nicht. Du hast nicht das Gefühl dafür. Ich finde ab und zu Super Mario Brothers, wenn du es spielst auf dem Nintendo noch, auf dem Super Nintendo oder whatever, ja, du kannst einfach nur gehen und kannst einfach nur springen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch damals war, aber als ich das damals auf dem SNES gespielt habe, da bin ich dann immer so mitgegangen, so wenn ich gesprungen bin. Ich muss euch. Und in Call of Duty, wenn ich halt dann irgendwo dastehe und ganz viele böse, böse Terroristen totschieße und dann kommt so ein Button-Prompt und dann mache ich das und dann klettere ich irgendwo raus und dann haue ich eine Scheibe kaputt oder so. Aber das ist nicht das Gleiche. Du fühlst es ja nicht, weil du drückst nur ein Knöpfchen. Und mehr ist es nicht. Und aus dem Grund ist Mario auf jeden Fall immersiver als jetzt Call of Duty oder so. Falls euch dieses Thema interessiert, schaut euch die Folge Previously Recorded an zu diesem Thema. Da habe ich jetzt so ein bisschen die Quintessenz dieses Videos in mein Video gepackt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Die unterhalten sich 20 Minuten, glaube ich, über dieses Thema mit Button Prompts und Call of Duty versus Mario und so weiter. Das ist extrem clever, extrem cool. Solltet ihr euch anschauen. Ansonsten gehe ich jetzt zurück nach Hyrule und verkloppe ein bisschen. Und ansonsten sieht man sich dann bei der nächsten Kritik. Alles klar, dann
lass mich deine Gedanken wissen zu den ganzen Spielewahn. Wohin gehst du? Wo ist deine Tendenz? Was spielst du am liebsten? Hast du eine Wii U? Und hat es dich auch aufgeregt, im Turm der Götter zu spielen? Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß im Kino und von der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.